Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei dnews24tv. Ich bin Uwe Matthias Müller und heiße Sie herzlich willkommen. Heute geht es um die Glaubwürdigkeit von Politikeraussagen und die daraus folgende Politikverdrossenheit oder eben auch nicht. Wir beruhigen uns jetzt erst alle nochmal und dann geht's richtig los. Katja Mast ist Abgeordnete im Deutschen Bundestag für die SPD und sie ist Mitglied der Rentenkommission, das heißt der Kommission, die die Bundesregierung beraten soll, wie denn die Rente zukunftsfest verändert werden kann. Sie hat neulich im Deutschlandfunk ein Interview gegeben und sich ganz erfreut darüber gezeigt, dass die Grundrente nun endlich beschlossen sei und viele Bürger in den Genuss einer Grundsicherung im Alter kämen. Ja, Frau Mast, das mag alles richtig sein. Es bleibt aber dabei, dass das, was im Koalitionsvertrag beschlossen wurde und was eigentlich das Ziel der Grundrente war, gar nicht existiert. Herr Heil hat ein Gesetz durchgebracht, Bundesarbeitsminister Heil hat ein Gesetz durchgebracht, das nicht erst ab 35 Beitragsjahren, sondern schon ab 33 Beitragsjahren die Grundrente möglich macht. Und die Finanzierung, die durch eine neue Finanztransaktionssteuer gesichert werden sollte, die wackelt. Denn die Finanztransaktionssteuer, wie sie Herr Bundesfinanzminister Scholz entworfen hatte, die gibt es nicht und die wird es auch nicht geben, weil die Länder, die bei der Finanztransaktionssteuer mitmachen wollten, gesagt haben, der Vorschlag von Herrn Bundesfinanzminister Scholz, den mögen wir nicht, den akzeptieren wir nicht, der geht uns zu weit oder nicht weit genug. Also gibt es keine Finanztransaktionssteuer, schwieriges Wort im Übrigen. Was folgt daraus? Frau Mast sagt auf Nachfrage des Deutschlandfunk-Moderators, wie denn nun die Finanzierung der Grundrente dargestellt würde, das Geld käme aus dem Bundeshaushalt. Herr Heil würde das schon machen. Es gibt aber gar keinen Posten dafür, also ist auch gar nicht irgendwie das Geld irgendwo an der Straßenecke liegend. Das hat der Mensch vom Deutschlandfunk jetzt dreimal gefragt und dreimal hat Frau Mast gesagt, das machen wir schon. Ist ja noch ein bisschen hin, bis Anfang 2021 kriegt Herr Heil das schon geregelt. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist denn der Bundeshaushalt? Ist das so ein anonymes Gebilde, in das vom Himmel Geld reinfällt und dann verteilt wird? Oder ist der Bundeshaushalt nicht vielmehr das, was wir alle als Bürger an Steuern zahlen und dann vom Staat sinnvoll oder nicht sinnvoll verwendet wird? Letzteres ist natürlich der Fall. Und da schließt sich dann eben an, dass nicht die Finanztransaktionssteuer, die es nicht gibt, zur Finanzierung hergezogen wird, sondern alle Bürger dieses Landes, jung, alt, Rentner, Nichtrentner, berufstätig, alle, die einkaufen und Mehrwertsteuer zahlen, alle finanzieren den Bundeshaushalt und alle zahlen jetzt für die Grundrente. Das mag auch richtig sein oder es mag auch nicht richtig sein. Es ist aber eben nicht das, was mal versprochen wurde, sowohl vor der Wahl 2017 als auch nach der Wahl im Koalitionsvertrag. Und wenn die Politiker in Berlin, die im Bundestag sitzenden Parteien und Bundestagsabgeordneten sich nicht an das halten, was sie versprechen, stellt sich die Frage, was soll der Bürger denn glauben? Es gibt übrigens noch einen weiteren Punkt, der an der Sinnhaftigkeit der Grundrente zweifeln lässt. Es war verabredet worden, eine Bedürftigkeitsprüfung zu schaffen. Das heißt, auch nur denen die Grundrente zu geben, die tatsächlich zu wenig zum Leben haben. Die SPD sagte, das, was im Koalitionsvertrag besprochen und vereinbart ist, interessiert uns nicht mehr. Wir wollen keine Bedürftigkeitsprüfung. Das ist unzumutbar. Jeder soll die Grundrente bekommen, der bestimmte Kriterien erfüllt. Er muss aber nicht unbedingt bedürftig sein. Das heißt, wenn einer in einer Straße eine ganze Miethauskette hat, aber geringe sonstige Einkünfte, dann ist er doch potenzieller Grundrentenempfänger.
Also die Bedürftigkeitsprüfung ist weggefallen. Damit aber der Rest der Bedürftigkeitsprüfung, der nun doch noch vereinbart wurde, eingehalten werden kann, soll es ein elektronisches Abgleichssystem zwischen den Finanzbehörden und der deutschen Rentenversicherung geben. Die deutsche Rentenversicherung weist seit Monaten darauf hin, dass die technischen Voraussetzungen für diesen Abgleich gar nicht vorhanden sind und sie damit auch gar nicht eine solche Prüfung durchführen könne. Trotzdem steht jetzt im Gesetzentwurf von Herrn Bundesarbeitsminister Heil, der für diese Grundrente zuständig ist, die deutsche Rentenversicherung wird ab 1. Januar 2021 den Abgleich zwischen den Finanzbehörden und der Rentenversicherung durchführen. Mehrere tausend Arbeitskräfte müssten dafür eingestellt werden, technische Systeme müssten implementiert werden, alles nicht vorhanden, interessiert keinen Menschen. Die Rente wird eingeführt, wie sie dann durchgeführt wird, wie sie finanziert wird, interessiert nicht mehr. Ich halte das für verantwortungslos. Erstens wird hier ein Gesetz gemacht, das mit großer Propagandawirkung dann vorgestellt wird und bei den Menschen Hoffnungen weckt, die nicht erfüllt werden können. Und zum Zweiten werden wieder die jüngeren Leute zur Kasse gebeten. Es wird Politik zugunsten der Älteren gemacht. Zum Teil sind die auch bedürftig, das will ich nicht abstreiten. Aber die Jüngeren müssen das finanzieren und ausbauen, und zwar sehr langfristig für die nächsten Jahrzehnte. Wie das in Zeiten eines demografischen Wandels, einer abnehmenden Bevölkerung, einer sinkenden Zahl von Beitragszahlern und Steuerzahlern auf die Dauer finanziert werden soll und gerecht sein soll, erschließt sich weder mir noch vielen anderen. In dem Sinne, prüfen Sie das. Wir berichten nur, Sie entscheiden und wir bleiben für Sie am Ball. Bis bald.